Custom markers? Custom markers, Leute. It's gonna be so easy. It's gonna be so intuitive. It's gonna be so easy. Du kannst halt also wie vorher, kannst glatt draufklicken und dann Route setzen. Du kannst aber auch hier oben eingeben in die Suche und dann kannst du da auf Route planen, Route klicken. Es ist so easy. Ich bin gespannt. As Alpha 323 continues its journey towards becoming Star Citizen's biggest life in the verse as we know it patch yet, we know lots of folks have patiently waited to see one thing above all others, the Misc Raptor. What? The Misc Raptor. The Mobiglass and Star map app. The Mobiglass and newly christened map app. Aber hier muss ich sagen, er macht das auch sehr, sehr, ich muss halt immer wieder, Jared, ich find's nett, wie er das macht, so. Mit seiner Art. Finde ich, hat er sich bewahrt. Ist schön. Misc Raptor, ne, vom 1. April, hat Aufräumfahrzeug. Davon hat er gerade gesprochen. Aber jetzt Map und App. Juhu! Auch witzig. Das ist doch auch wieder eher Mocap. Arrival complete. Welcome. Das ist doch Jared Mocap. 100 Pro. So the Mobiglass is getting a massive visual overhaul. Übrigens, so haben Developer auszusehen. Wenn die so aussehen, entweder so oder 200 Kilo. Oder, also, so haben Developer auszusehen. Ja, Gabriel Hector. Nee, ist so. Daran erkennst du die auch in der Stadt. Kannst du sagen, ey, kannst du fragen, Java, C-Sharp oder was? For 323. The version everyone's been living with for years is, it kind of does the job, but you can see it's dated now. So the entire Mobiglass is overhauled from what it was before. Oh, ich muss da stoppen. Mobiglass hat man letztes Mal schon gesehen. Richtig gut. It's using a new technology that we've built called. Auch hier, wer den nicht kennt, das ist Zhen Bian, ne? Zhen Bian. Wisst ihr, warum der da arbeitet? Der ist immer noch bei Star Citizen. Ich glaube, im Jahr 2013 oder 2014, der ist schon ewig dabei, hat der mal einen konkreten Vorschlag gemacht, als Cloud Imperium Games, glaube ich, 30 Mitarbeiter hatte oder so. Und dann hat er hat so ein Layout für ein UI gemacht. Also für ein, ne? Und dann haben die den eingestellt. Und seitdem arbeitet der da und dann macht das UI-Zeug. Also der war Bäcker und interessiert, fand ich total super. Es ist auch schon Jahre her, man sieht richtig, er ist gewachsen, er ist erwachsen geworden. Vorher, das war ein Bübchen, ne? Voll geil, finde ich das. Cards, and we use cards for other UIs throughout the game. For the Mobiglass, it was a big... Da hier, das ist doch hier, Reputation steht auch unten. Steht da unten, kann man ganz schwach sehen hier, wenn ich das hier wegmache. Reputationsmenü hier. Also ein bisschen mit dem Text müssen wir mal gucken. Reputationsmenü, Hörsten Dynamics Kanzler, Career Dossier, schön. Sieht super aus. Task to like. Convert because it has a lot of apps in it as well. So we need to convert all of those apps over to the new tech in order for the entire thing to be able to release. So in 3.23 we've got a really big improvement to the user experience. So everything's designed. Das ist super. Das wird nachher noch, das ist der Health-Teil, der Gesundheitsteil. Das finde ich richtig gut gemacht. Auch ich finde auch dieses Öffnen von der App finde ich schön. Also dieses, wie das so reinstreamt hier. Big improvement to the user experience. So everything's designed to look nicer so and feel nicer. Gut. Schön. And sadly, we haven't really had all the time we needed to get all the apps there. So you are going to recognize the VMA and the comms app just as they have always been. But with that package, you're getting all the other apps. Also die Sachen, wird gerade gesagt, die bleiben, hatten leider nicht die Zeit, alles umzuarbeiten. Also das Vehicle Management und die Comms hier bleiben optisch erstmal auf dem alten Stand. Apps with a visual update and also functionality updates for some of them. You've got a completely updated home screen, so you can do things like view your ship, you can see your health, notifications. It's kind of the information you really need to see now.
Das ist der Homescreen. Wir gehen nochmal zurück. Was ich hier gut finde, zum Beispiel auch, ist Notifications, die hier, kann man, hier ist ja ein Pfeilchen. Ich gehe mal davon aus, dass man dann auch tatsächlich draufklicken kann, um in diese Notification einfach da reinzuspringen, ohne hier unten da zu klicken. Und du siehst halt die letzten Teile. Getrackte Mission, sehr, sehr gut. Ich frage mich, ob du dann sagen kannst hier Route oder so. Das wäre auch geil, wenn du sagst, Mission Tracked, wenn eine Route verfügbar ist. Wäre hier ja ein Button geil, wo du draufklickst und sagst dann, da will ich hin. Ja, Vehicles, da weiß ich gar nicht. Ship Data muss man dann hier irgendwas auswählen können noch auch, oder? Oder da, wo man drin sitzt. Keine Ahnung. Ja, schön, schönes Ding. Your health, notifications, kind of the information you really need to see now. So we're also getting a fully new health app where you can see all the things that's currently affecting your health and all the stats that you would normally see on your HUD. Over time, we've added all these cool new things that can affect the player. So we're going to have things like radiation. We've got existing stuff like you can break bones. If you heal yourself, you can... Da finde ich auch richtig gut. Also du hast nicht nur die Ansicht hier, was kaputt ist, sondern siehst ja auch Conditions and Effects. Also was du... Ja, was du dir gespritzt hast und was gerade kaputt ist. Ich überlege hier, diese, das haben die doch nicht wirklich alles eingebaut, ne? Respiratory Function Impaired, da müssen wir nochmal übersetzen. Pulmonare Hemorrhagic, also hier blaue Flecken, ne? Linker Arm, Muskeldings und so weiter. Das ist ja total, total crazy. Ich erinnere mich daran, ich bin mal geflogen, das ist schon ein paar Patches her. Und ich denke, irgendwas stimmt mit meiner Grafik nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Dann habe ich alles so ein bisschen gesehen, also alles auf dem Bildschirm war so wie durch so einen kaputten RGB-Beamer. Alles so, die Farben so ein bisschen verzerrt. Ich dachte so, was ist denn mit der... Bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, dass ich schwer einen am Kopf hatte. Also einen Treffer am Kopf hatte oder so. Und dann irgendwann mal... Also das hat wirklich gedauert, bis ich gemerkt habe, das war gar keine Grafik. Hier kannst du dann nachsehen, ah, mit mir stimmt was nicht. Das finde ich gut. Und was genau stimmt nicht? Das ist super, super interessant, super wichtig. Finde ich gut. Ja, also wenn du drauf kommst, halt dann aufzumachen. Nicht so wie ich. Das ist dann so, irgendwas stimmt mit meiner Grafikkarte nicht. Keine Ahnung, das Bild sieht total komisch aus. You can potentially overdose, you can have drug effects. All this cool stuff is happening, but it wasn't obvious to the player just walking around what was going on under the hood. So we added this new app where you can track all that stuff. So the health app is going to be the place to go when, for some reason, you're feeling ill and you just need that extra little bit of information of what do I need to do to take care of myself to get out of this situation. Ja, das ist genau das, was ich meine. Little bit of information of what do I need to do to take was care muss ich tun, of myself um auf to get mich out of this situation. Genau. Sehr gut. So the contract manager has been in the game for a long time and it's just grown kind of obvious that it's not doing all the things you need it to. All the functionality is essentially the same internally, but it needs... Und hier kann man dann sehen, war das vorher auch so, dass intern eine Uhr runtergetickt hat, wann die Mission verschwindet. Also jetzt, das ist offensichtlich neu, du siehst halt irgendwie welche... Ne, Missionen da sind, das klappt ein Aufklappmenü hier für die Mission. Call to Arms hier dauert. Call to Arms muss man auch wieder separat annehmen. Okay. Naja, kann ja sein. Eliminate und dann laufen die, so lange halten die noch. Da kannst du sagen, okay, ich brauche noch so lange Zeit, um die Sachen zu machen. Okay. Also so lange Zeit, um den anzunehmen. Oder ist das die komplette Maximaldauer von dem Ding? Oder ist das eine zeitliche Begrenzung? Genau, die Frage ist das eine zeitliche Begrenzung? Oder zum Annehmen oder zum Durchführen? Weil Durchführen bei Star Citizen, du bleibst irgendwo liegen, da kann das schon mal was dauern. Needed a visual polish and also the user experience needed bringing up to date. So some new features like you can toggle between illegal missions, you can see what the rewards are going to be ahead of time. Aber auch hier wieder... Du kannst jetzt toggeln, Illegal Missions, ne? Aber hier steht ja Unverified. Du machst ja unten so einen Haken raus und so weiter. Ich hätte mir aber lieber einen Filter gewünscht, dass du sagen kannst, Legal, Illegal. Dass das quasi, wenn du den Schalter machst, kriegst du alle. Wenn du den Schalter ausmachst, kriegst du nur die Legalen. Aber vielleicht möchte ich nur die Illegalen sehen. Das ist ein bisschen schade, dass man hier nicht einen Filter hat, dass du sagst, also entweder das eine oder das andere oder beide, dass du quasi zwei Klicks machen kannst, dass du das
rausfiltern kannst. Das finde ich halt wieder, das ist so aus einer Richtung gedacht. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst zwar entweder alle sehen oder nur die Legalen, aber du kannst die Legalen nicht ausblenden. Randomly getting attacked by the police, hopefully. No. Some big improvements coming to the Mobi Glass. That's coming in 3.23, but one thing we didn't talk about yet was the star map. We've had the original star map in Star Citizen for a long time, so it was overdue for an update. Don't get me wrong, like the old Skylink app, it did what it should, but I think it has grown a bit obsolete. Naja, also er sagt, versteht mich nicht falsch, aber die Star Map hat gemacht, was sie sollte. Ich fand die Handhabung jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, dass sie macht, was man, dass sie sollte, ne? No, death to the old Star Map! That's harsh. That's harsh. The original one just showed the stars and planets and so on, but we wanted to expand on that. So opening up the star map for the first time in 3.23, you're gonna realize that the star map is not just the star map anymore. It's the everything map. It's now called Maps app rather than star map. And why did we change it? Because we now have the interior map, so this shows like your local area, as well as sort of zooming out and showing the star map. So what is the interior map? It's a bird's eye view. Also nochmal hier, das ist das, was ich ja auch schon gesagt habe, dass die Sachen nicht trennbar sind, weil die Technologie ja dieselbe ist. Ob du einen kleinen Ausschnitt in der Karte zeigst oder einen großen Ausschnitt in der Karte zeigst. Klar, die Darstellungsmethoden sind vielleicht noch ein bisschen anders, aber Map ist Map. Ne? Also wenn wir jetzt diese Minimap haben, das haben wir schon gesehen, aber naja. View of the current environment. It's a really cool 3D map, so... A really cool 3D map. Es ist mir wieder viel zu holographisch, ganz ehrlich. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen dunkler, glaube ich, als wir das schon mal gesehen haben. Man sieht hier die Tiles, also die Stückchen. Wahrscheinlich ist das sogar von dem... Ich weiß es nicht. Instead of just having a top-down view, this is showing you the actual... Was ich schön finde, hier, ich scroll nochmal, zurück, dass da oben dann in, da steht dann nochmal drin, was ist das eigentlich, wo wir gerade sind? Also wenn ihr jetzt die Karte dreht, dann steht dann als Text schwebend in der Karte drin, was das für eine Area ist. Just having a top-down view, this room, is showing you the actual level. And it's present. Und da oben, wo kam nochmal Everest Harbor her? Just having a top-down view, this is showing you... Ach so, das spiegelt sich wieder. Wieso, was spiegelt sich denn? Ach so, er guckt durch die Star Map durch. Ich habe gerade mich gefragt, wo dieses Everest Harbor hier oben herkommt. Okay, er guckt durch die Map durch, klar. The actual level. And it's presented as a fully schematic 3D view, in which you can find every relevant point of interest, such as a shop, transit station, hospital, and the like. You can get them for ships, for landing zones in 3.23. In future, we'll expand on that and add it to more areas. And if you're not familiar with the location you just arrived to, or you're a new player and you're not familiar with any of them, actually having the spatial awareness of where the things that are relevant to you are is going to provide a giant step up in terms of the experience of the game in general. As it's fully 3D, you can move around, navigate between floors, zoom in and out, and so on, as you'd expect. We'll see the local. So, also... zunächst mal werden nur bestimmte Gebiete damit versorgt werden, ne? Also Habs und Hangars und die werden die Sachen natürlich dann erweitern. Ich hatte eigentlich gedacht, die nehmen sich, das würde automatisch gerendert aus der Umgebung, würden die Daten irgendwie extrapoliert und dann in die Karte überführt, aber offensichtlich muss man noch von Hand anlegen. Das hätte ich vielleicht, weiß nicht, wenn das nicht geht, ist ja auch seltsam, ne? Das heißt, die fügen irgendwelche Orte hinzu, da muss das alles noch irgendwie teilweise als Map verarbeitet werden. Naja, gut. So, dann kann ich offensichtlich von hinten gucken, was er sich da gerade ansieht. Ist das jetzt tatsächlich so oder ist das hier nur für die Präsentation so? Also gucke ich dem jetzt gerade über die Schulter und sehe das. Ah, der will dahin. Ja, keine Ahnung. Wäre interessant zu wissen. Area where you're walking around. Aber something you've never been able to do before. Essentially, you'll be able to navigate between all the different rooms and hier noch, ich muss noch mal stoppen. Wir sehen hier oben in der diese Minimap, wenn man das Outlaws Perspective da oben wegnimmt. Da. Wir sehen ja hier oben die Minimap.
Ich hatte ja gedacht, wenn man sich quasi einen Marker setzt auf der Karte, und jetzt auch nochmal im Hinblick auf das, was wir letzte Woche gelernt haben, mit dem Visor, fürs Auge. Kontaktlinse, mit dieser elektronischen Kontaktlinse, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man hier den Pfad so angezeichnet bekommt, ne? Weil ich ungern da oben nochmal in die Ecke gucken möchte. Viel geiler wäre ja eigentlich zu sagen, keine Ahnung, hier siehst du so einen kleinen, so einen Silberfaden, ne? Der dich dahin leitet, wenn du dann was setzt. Vielleicht gibt es das ja als Visor mal irgendwann als extra oder für $20 im Shop, wer weiß, ne? Wissen wir nicht. Aber hier oben kann man dann sehen, wie das dann weitergeht. Different important areas of the game. It also offers a way to overlay your own data onto it that is specific to you. So, for example, the location of your mission objective. Custom markers. Custom markers, Leute. Aber leider, wohl nur zu Fuß begehbare Orte, leider nicht im Verse, wie ich gehört habe von Evocatis. Aber ich kann einen eigenen Marker machen. Ich kann mir dann irgendwo sagen, hier, da treffen wir uns. Kann ich den teilen, ist die Frage. Kann ich den Marker teilen? You can also use it to plot a route to another location on the map. Drop a marker and navigate to it. So we'll see a line on the map that shows you where you can actually go and where the easiest way to get there. So on that map, you'll be able to just click any room you want to go to. You can go between the different zones of the area and you can place a little marker and route all the way there. So navigating is one of the primary use cases we want to make as robust as we can. Ja, navigating bei einer Karte. Wer hätte es gedacht, Sinn, dass navigating bei einer Karte das Hauptziel ist? And so part of that involves providing robust. A variety of fallback cases in order to help ich mach noch mal zurück. Cases we want to make as robust as we can robust for as we can. So part of that involves providing a variety of fallback cases in order to help you best understand how to get somewhere. So for instance, if we ask the AI system and it can't return you a path via its nav links and nav meshes, we can ask the transit system. And if the transit system says there's a connection between the two zones, then that would help you route. So, also, das ist natürlich jetzt technisch, ne? Wenn man sich das anguckt. Das ist jetzt sehr technisch. Die sagen, okay, wir haben das Navigationssystem, du setzt einen Marker, willst du irgendwo hin? Und dann fragt das System intern, das Transportationssystem, also die Bahn, kannst du zwei Punkte verbinden oder so. Also das ist natürlich jetzt für uns irrelevant. Ich will vom Spaceport nach, keine Ahnung, kann ich das überhaupt sehen auf der Map? Da habe ich noch gar nicht gesehen, dass man so weit rausscrollt, dass du sagst, da ist der Spaceport, Microtech, da ist der Spaceport, da sind die Commons, ja, ich klicke da, kann ich das sehen, wie sich das... At the time of recording, we're having issues loading all the different OCs that's in a big landing zone, for example. So we're looking into these solutions to make sure that you can track from one part to a fully different part of the area. So, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also die Object-Container, die haben Probleme, wenn du da nicht bist, wahrscheinlich sind die da nicht geladen und das System auf deinem Client kann das nicht abfragen. Ja, also... Vielleicht gibt es da, die haben gesagt, die haben ein Problem da aktuell noch mit, aber sie arbeiten dran. So, da sind wir jetzt im Star-Map-Bereich rausgezoomt. So, auch hier sieht man, hier unten steht T-Set-Marker. Also mir wurde ja gesagt, man kann diese Marker nur auf Stationen setzen und du kannst dann sagen, hier Marker. Was ich natürlich gerne hätte, wäre, irgendwo im Weltraum ist mein Auto geparkt oder ich habe da einen Ort, wo wir uns immer treffen, habe einen Marker. Alle haben diesen Marker und dann können wir da hinfliegen, da kann man da hinspringen. Das geht offensichtlich noch nicht. Die Möglichkeit ist aber hier schon da. Angeblich soll es nicht gehen, aktuell zumindest nicht. Star Map is vastly improved. The main thing we wanted to change was make it a nice user experience. So everything in there has been overhauled.
When you open your map, nice, you'll first of all experience. Be confronted with your local area, so you'll see what room you're in and what's close to you. But you can also zoom out and you will see the universe open as you zoom out. From here, we can see the entire verse. We can see all the planets, okay, space stations, zoom. Lagrange points, all of that good stuff. You can then click right, mach nochmal zurück. Universe. Mach open up in front of you as you zoom out. From here we can see. So, und dann scrollt er raus in das Universum und dann haben wir natürlich hier diese Standardsystemknöpfe wie hier, zeig mir das ganze Verse, zeig mir den Marker hier unten rechts in der Ecke, also unter meinem Bildchen jetzt hier, ne? Und das ist wahrscheinlich hier, da zeig mir, wo ich bin. Dann zoomt er quasi auf die Personengröße, Position ran. Das ist wahrscheinlich ganz gut. Also zoom mir auf den Marker, auf dem ich gerade ausgerichtet bin, zoom mir die ganze das Verse ran und dann hier die Position. The entire verse. We can see all the planets, space stations, Lagrange points, all of that good stuff. You can then click on any of those markers and you will be automatically panned and zoomed into them, so you can see a little bit more. Okay, und dann siehst du sofort auch, welche Services hier angeboten werden. Das ist schon nicht schlecht. Geil fände ich dann noch, ich meine, man darf ja träumen, Weapons. Und dann klickst du da drauf, dann rufst du den an und sagst, ich hätte gerne mal, was ist denn der Katalog bei euch? Ich brauche Munition für meine P4. Habt ihr Munition für meine P4? Nee, haben wir nicht. Kannst du sehen. Nee, schade. Dann fliege ich woanders hin, ja. Das fände ich nicht schlecht, dass man hier quasi... Wenn man nah genug dran ist oder so, dass man, also, oder in dem System, dass du da anrufen kannst und gucken kannst, habt ihr das da? Einmal das Curry-Schnitzel, Bombay und eine Pommes bitte, genau. More detail about them. If you've zoomed in on a planet, for example, you can zoom in a little bit more and you can start to see the surface locations. So you can see towns, outposts. You get all the information you need about them. We're adding this new system where you can see all the amenities. Auch schön. Auch ganz wichtig hier, Sucheingabe. We're adding this new system where you can so, Search Locations. Er hat jetzt hier oben, er klickt rein, er geht schon mal hier. Recent. Das heißt, deine letzten Suchen sind hier oben. Oh Gott, endlich denkt mal einer mit. Deine letzten Suchen, du brauchst da nur draufklicken. Du brauchst nur einmal oben reinklicken, kannst hier draufklicken und sagen, hier, da war ich zuletzt. Oder All Results. Und dann fängst du an zu tippen und dann macht der Brücklong. Super. Super. So for Outposts, Landing Zone. Als wenn die gelernt hätten, wie die Internetsuchen funktionieren, dass man so bei Google oder keine Ahnung was eingibt, ist verrückt, oder? And stations. There will be a section here for amenities, which will show you things like whether you can buy weapons here, whether you can buy ships here, whether there's a food court, whether there's a hospital or a clinic. All of these sorts of things you'll be able to see on those box outs, so you'll know which is the most appropriate location to go to. We showed in Citizen Khan, obviously, that these display much better now, so you'll see them rotate with the map, and if they've gone behind the planet, they fade out, and if they're in front of your view, they're brighter, so you can see them more easily. So at the moment, if you zoom in... Okay, also die ganzen Punkte, das waren ja vorher, war das ja mit Strichen, ne? Dann hast du, also das war gestrichelte Linie, war hinter dem Planeten, durchgezogene Linie war vor oder... auf sichtbarer Ebene und hier werden die Sachen dann, wenn du dahinter gehst hier, also in der Map zumindest, ich weiß nicht, wie das dann draußen ist, wahrscheinlich ähnlich, das neue System für die, alles was vorne ist, ist hell, alles was hinter dem Planeten ist, ist dunkel. It will eventually get too big and you'll go through, but I am currently working on it so that it will zoom in to the surface and you'll never actually flip through the planet. Die haben noch ein bisschen. Ja, die ist verantwortlich. Wenn dann bei diesem Ranzoomen und so weiter, wenn das nicht gut läuft, dann könnt ihr sie verantwortlich machen. So that it will zoom in to the surface and you'll never actually flip through the planet. Generally, we've tried to make it feel like a much more pleasant user experience. So there's things like items don't disappear off the back of the map anymore. Everything's easy to read. So, everything's easy to read. Das merken wir uns mal. Everything is easy to read. Eine robust Star Map, eine robust Map, die Sachen kann und easy to read und nice to handle. Ich will später nicht meckern müssen, aber ich werde es tun. The Star Map is what you're going to want to use to route your way through the verse. You can still set routes as you could in the previous version, but there is a little bit more feedback if
there is a problem and you can't set a route, whether you don't have enough fuel or whether it's obstructed. It's gonna be so easy. It's gonna be so intuitive. It's gonna be so easy. Du kannst halt also wie vorher, kannst klar draufklicken und dann Route setzen. Du kannst aber auch hier oben eingeben in die Suche und dann kannst du da auf Route planen, Route klicken. Es ist so easy. Ich bin gespannt. You click the thing and there you get the button to say set route. It doesn't always just have the ability to set a route because you can't always set a route. We will let you know when you can set a route. We will let you know. Also Sprit war alle, er konnte die Route nicht setzen. Ne, haben wir gerade gesehen. Also wer nicht gesehen hat, ich spule nochmal zurück. Ich find's, daran werdet ihr gemessen, Leute. Das ist, das, ihr dürft so Sachen nicht sagen, CIG, wenn das nachher nicht stimmt. Ich bin gespannt. Also hier, ich habe nochmal zurückgespult. Crusader L5, er möchte da hinspringen, er kriegt das hier eingeblendet. Und dann Route und dann sagt er hier, hey, dein Quantum reicht nicht aus. Du hast nur 172, du brauchst aber 600, nee, du hast nur 172 von 616 Quantum Fuel. Der Sprung reicht nicht aus. Wo sehe ich denn, wie viel Quantum ich dahin brauche? Brauche ich 616? Wo sehe ich denn mein gesamten Quantum? Ist egal. Ist das mein gesamter Quantum oder ist das das, was ich brauche, um dahin zu springen? Wahrscheinlich ist das das, was ich brauche, um dahin zu springen. Easy. It's gonna be so intuitive for you to you click the thing and there you get the button to say set route. It doesn't always just have the ability to set a route because you can't always set a route. We will let you know when you can set a route. There are a few things that are new for this new star map that have not been seen in the old star map. The primary one there. Auch ein bisschen doof, ne? Fällt mir gerade auf. Also, er steht hier vor Jela. Also in dem Beispiel. Steht hier vor Jela. Fängt hier oben an einzutippen. Also, er steht hier vor Jela. Er sieht hier Jela. Er tippt hier oben ein Grimhex. So, jetzt klickt er da drauf. Was passiert mit der Karte? Hier ist Grimhex auf der Karte zu sehen. Anstatt, dass hier markiert wird, so oder so, zoomt das Ding auf Grimhex ran. So, jetzt sehe ich hier Grimhex. Okay, ist eine Designentscheidung, ne? Jetzt sehe ich hier Grimhex. Also er hat Grimhex gesucht, zoomt da ran. Jetzt kann er hier eine Route setzen. 2500 von 0. Okay. Ach, das ist, wie viel man noch hat. Und das ist, was man braucht. Ah, alles klar. Das ist, was man hat. Ja. Und jetzt zoomt er, so, klickt auf Route, und zoomt dann aber von Hand zurück. Also das ist nicht, dass er da automatisch dann, okay, ich habe die Route gesetzt, ich bin hier nach da. Nein. Die Route wird gesetzt und dann muss mit der Hand zurückscrollen, ne? Ich will nicht kleinkariert sein. In the old star map. The primary oder ist es rausgefahren automatisch? Du klickst auf Route. Ist es automatisch rausgefahren? Weißt das, was sagt der Chat? Fährt es automatisch raus oder wird gescrollt? Also sage ich jetzt hier Route und es wird gescrollt oder fährt es automatisch raus? Gibt es Evocati, die das bestätigen können? Weil sagen dürfte das ja, dürfte nur nicht zeigen. Sah automatisch aus. Ich hatte gerade den Eindruck, da würde gescrollt werden. That have not been seen in the old star map. The primary one. Automatisch, ne? Die Linie wird gezogen, ne? Der fährt die Linie raus, ne? Ja, ja, doch. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist gut. Dann ist okay. Dann ist gut. Das heißt, man sieht auch, ne? Die Linie wird gemalt, quasi die Route, und dann fährt er da rum. Interessiert mich sehr, weil das ist, ich finde, hier, die Linie wird, glaube ich, gemalt oder wird die da abgeschnitten. Are new for this new star map that have not been seen in the old star map. The primary one there would be gemalt. Search. So we now have a list of all locations. So there'll be a little drop down in your top left corner. If you open that up, you can see the full list of locations ordered by what is closest to you. And then you can also type any location. Stopp, das habe ich noch, das nochmal. Locations ordered by what is closest to you. Ordered by what is closest to you. Liste sehen, Orte sortiert nach dem, was ihnen am nächsten ist. Wo sehe ich das? Hier, Orison, Reclamation. Your top left corner. If you open that up,
You can see the full list of locations ordered by what is closest to you. Wo sehe ich die full list? Wo sehe ich die full list? What is closest to me? Das ist die Route, oder? Current location, Crusader. Ist das die Liste, was mir am nächsten ist? Ist das hier die Liste? Nee. And you can also type any location and it will appear. So you could type, for example... Das ist die Liste, was mir am nächsten ist, oder? Das ist die Liste, was mir am nächsten ist. Das ist das, was ich immer haben wollte. Das ist die LG. Das ist nicht alphabetisch, sondern das ist... Das ist das hier. Das ist das. Du hast diese Liste hier oben. Du hast den Tippi-Tippi. Ja. Du hast hier Tippi-Tippi. Und wenn du nicht Tippi-Tippi machst, hast du All Results nach Entfernung. Hier, 52 Kilometer, 67 Kilometer, 111 Kilometer, 136 Kilometer. Oh, Gold. 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 Nicht mehr Karte. Also nicht mehr rauszoomen, reinzoomen, klicken und so weiter. Hier. Das ist der Entfernung nachsortiert. Ich möchte es jetzt. L1 and all of the Lagrange. Auch hier. Du L1 und dann siehst du hier 2,94940. Okay, hier ist 23 Gigameilen. Das ist nicht der Reihenfolge nachsortiert. Warte, hier ist noch ein Bug drin oder so. 23, 55. Ah, schön. Point ones would appear. So this allows you to a lot more flexibility to finding what you're looking for when it's not as sort of, you know, immediately right there when you're at the current view. Sehr so you gut. Can go all Sehr the way across gut. The solar system to look at something completely different. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst mit keinem Schimmer, du sitzt davor, vor diesem Ding. Scheiße. Habe ich nicht genau da wo ich vor bin, ne? Hier kann ich gerade nicht ausblenden. Sehr schön. Sehr schön. Das hier habe ich gezeigt und das konntet ihr nicht sehen, weil der Chat und ich davor bin. Ja, Entschuldigung. Ich glaube Besserung. You know, immediately right there when you're at the current view, so you can go all the way across the solar system to look at something completely different. Ach, schön. Star Citizen ist ein. Da haben wir gerade gesehen, ne? Radar unavailable. Oben links in der Ecke. Hier, Radar unavailable, also Umgebungserkennung, kein Radar möglich. Ja. Star Citizen is a massive systemic game. We've got all this cool stuff going on. We've got multiple players doing things at different times. So we wanted to improve the overall interface from the player to that game world. So a big part of that is the new Mobi Glass. Finally, we've gone to this effort to refactor and do the whole Mobi Glass up from scratch. New maps, new applications, everything is using new tech, and we have a much more flexible and robust system for the Mobi Glass under the hood. When you're playing Star Citizen, it should be a smooth experience. You shouldn't be stuck trying to find whatever it is you need to find at the moment. We're helping you do that with the new apps, making it easier for you to find your missions or to even just find a place in the verse. Now that we have that framework in place, then, you know, it's kind of the sky's the limit in terms of what we can do with it and how many apps we can develop for it. And it's all using new tech, it's clean, it's the way we want it. The other big new feature is obviously the Star Map with the brand new interior map as well. Star Citizen is a game about exploring. Okay. It is a game about spacefaring. And even so, even when you're not going around in space, it's still about exploring. Without the Star Map, it's really difficult to do that, right? This makes it so much easier to navigate around, to finding what you want and where you want, where it is, and how to get there. Overall, it helps the player interact with the world, get to where they want to, do what they want to do more easily and quickly. Offer. Definitely. Oh. Angry. Yeah. So. Bevor wir so learn this week, ich habe noch eine Sache gesehen gerade. Ich wollte das nicht so, nein, jetzt nicht stoppen, weil er so Lobhudelei war. Ich scroll mal zurück. Hier Marker erstellen.
Das könnt ihr auch sehen hier über eurem Chat hier. Marker Data Bank steht oben links, oben rechts in der Ecke. Ich denke mal, das sind dann deine Marker. Und dann kannst du da drauf klicken und dann siehst du deine Markerliste. Und eine Sache, die ich noch nicht weiß, die ich noch gerne hätte. Hier sind übrigens die Floors, wurde gerade angesprochen hier im Chat. Negative Rückmeldung kann sein, wird bestimmt noch behoben. Hier sind die ganzen Floors, die man hier auswählen kann, also die Ebenen, auf denen du dich bewegst. Ich habe, glaube ich, vorhin auch in einem Aufzug gesehen, da waren dann ganz viele Floors, oder in einem großen Gebäude auf Horizon oder so, da waren ganz viele Floors. Hier die Floors, da kannst du so durchsteppern und dir die Sachen anzeigen. Ich denke auch, das holographische Menü wird da einiges zur schlechten Lesbarkeit beitragen. Dann müssen sie gucken, wo sie die Sachen abschneiden oder so. Eine Frage, die mir jetzt noch auch aufkommt, ich muss mir nochmal das Menü ein anderes Menü angucken. Star Map. Hier zum Beispiel. Ich habe ja aktuell die Möglichkeit, einen Freund anzuspringen. So, das heißt, hier sind jetzt die nahestgelegenen Dinge. Wenn ich jetzt mit der Orga unterwegs bin und hier sind hier irgendwie 20 Leute, die, oder 10, das kommt vor, 10 Leute, die hier bei The Ophanage rumhängen, sehe ich die dann auch in der Liste, dass ich die anspringen kann, dass ich sagen kann, und wenn nicht, was mache ich, wenn ich da draußen mal einen habe, den ich anspringen möchte, wo ich sage, hier muss ich den dann wieder über die Karte raussuchen, sagen, klick, ja, bitte den Kumpel anspringen. Also, da würde ich sagen, das hätte ich auch noch gerne hier irgendwie, dass man hier zu All Results hätte, sagst hier, keine Ahnung, Connections oder so. Und dann siehst du dir, wer ist da online, wer ist in der Nähe, und dann kannst du den anspringen. Weil ich würde schon ganz gerne die Leute als Marker, da brauchen wir Leute als Marker anspringen, müssen wir wahrscheinlich dann über die Map gehen. So, wir gucken mal, was der Jared noch zu sagen hat. So, what did we learn this week? Well, we learned that MobiGlass is finally converted over to building blocks in the new card system, meaning that Flash, as we know it, has pretty much gone to live on a farm upstate. That the conversion sets the stage for the creation of multiple new apps going forward, and that the new internal map and star map have combined to become simply the map app. Now, of course, remember that all things you see on ISC are a work in progress, and as any player of Evocati or developer alike may tell you, will continue to iterate between when you see it here and its upcoming release in Alpha 323. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you. And we'll see you all here next week. Ja, dann. Der nächste habe ich nicht so ganz verstanden. Hi, I'm not in this episode, but they told me to show you this. The Navigator, okay, also der Pico Navigator. Soll das eine App sein? Oder soll das sein, so hier, macht mit mir, was ihr wollt, hier ist mein Handy? Oder so? Habe ich nicht verstanden. Gut, das war Inside Star Citizen. Mit den Maps, also Maps and Apps. Große Teile davon haben wir schon gesehen. Ich finde es gut, beeindruckend. Ich frage mich, warum Dinge jetzt erst passieren. Kann man auch kritisieren. Warum das erst jetzt kommt. Vielleicht technisch bedingt? Ich glaube nicht. Ich bin Deutscher, ich muss meckern. Liegt in Gene und aus dem Ruhrpott sowieso. Wir haben immer was zu meckern. Naja, auf jeden Fall geil, will ich haben. Holo finde ich irgendwie doof. Irgendwie, ich mag das halt nicht. Das könnte man vielleicht oder wenigstens kräftiger anzeigen. Ja, das ist alles so spacig. Nice. Hoffen wir mal, dass 3.23 bald kommt. Ja.